Teufelsküche, ist hier wirklich der Teufel zu Hause? Es gibt verschiedene schaurige Geschichten über diesen Ort. So soll der Legende nach in der heutigen Teufelsküche vor vielen hundert Jahren ein Mann mit Frau und Kind gelebt haben. Die gesammelten Pflanzen und bei der Jagd erlegten Tiere wurden in der Felsenküche zubereitet. Eines Tages wurde die Familie durch blaue Kirschen vergiftet und der Mann verfluchte den Ort, kurz bevor er starb. Einer Sage nach steckt der Teufel in den Spalten und lauert auf Menschen, die sich hinein verirren sollten. Erzählt wurde auch, dass in den Spalten eine Truhe voll Geld liege, die aber leider von einem Pudel mit feurigen Augen bewacht werde. Dem Pudel wurde nachgesagt, er sei der Geist von einem Lumpen, der zu Lebzeiten Geld veruntreut habe. Vor den einfallenden Schweden habe er es verstecken müssen. Dort geriet es in Vergessenheit und muss seither von diesem Geiste bewacht werden. Wenn man nur genau wüsste, wo dieser verdammte Ort denn nun ist, denn es gibt so viele kleine Löcher rundherum. Die Teufelsküche befindet sich im Tal der östlichen Günz zwischen Obergünzburg und Ronsberg. Sie besteht aus haushohen Felsblöcken, die aus der Steilwand des Tales herausgebrochen und den Hang hinuntergerollt oder gerutscht sind. Die Teufelsküche Obergünzburg ist vom Bayerischen Landesamt für Umwelt als geowissenschaftlich wertvolles Geotop und als Naturdenkmal ausgewiesen.